Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier wieder mal zurück zu City Skylines. Wir haben jetzt hier gerade eben das Stadion und was ich euch noch zeigen wollte ist der Meer- und Wolkenkratzer. Ein Meerkratzer? Das verstehe? Ein Meerkratzer? Das ist okay. Ein Meer- und Wolkenkratzer. Wie muss ich den im Wasser bauen? Ich verstehe es gerade eben nicht. In diesem beeindruckenden Bürogebäude haben sich viele Firmen niedergelassen. Belohnungen für den Bau eines Passagierhafens und eines Frachthafens. Anforderungen für den Bau des medizinischen Zentrums. Ja, der ist auch ordentlich groß. Kann man den im Wasser bauen, wenn er schon ein Meerkratzer ist? Nein, kann man nicht. Ich fühle mich betrogen. Und für was bist du nochmal gut? Bist auch irgendwie so Transportgedöns. Ort ist bereits belegt. Kriegt man auch nicht so richtig hier hin. Wir könnten das aber auch... Ja, das heben wir uns auf. Ein Stadion! Wahnsinn! Ich würde mal sagen... Ein Stadion bekommt... Das kommt hier so... Wobei... Nee, das Stadion ist natürlich für die Leute, die gerne Sport besuchen. Und das hier sind eher so die Opernleute. Das hier werden eher so die Leute sein, die regelmäßig zu irgendwelchen Fußball, Baseball, was weiß ich was spielen gehen. Und deswegen müssen wir das denen auch irgendwie hier widmen. Weshalb ich mir überlege, das hier wirklich volles Pfund ins Zentrum irgendwo rein zu batschen. Ja, hier so hin. Zack! Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich freuen. Ja, wir werden es erleben. Boah, guckt euch das mal an. Mitten in RTL ist hier sozusagen die... Das Ran, das Sportstudio. Genau, das Moment, das können wir auch richtig schreiben. Das Ran Sportstudio, genau. So heißt das hier. Und wird es auch besucht? Ja, es ist noch zu früh, um darüber eine Entscheidung zu treffen. So, und dann bekommt ihr natürlich hier irgendwie die Oper. Wo war sie denn? Nicht die Expo. Habe ich die Oper schon gesetzt? Das Opernhaus. Ach, wer... Und wow, uns fehlt tatsächlich das Geld. Wir haben nur 133.000 mit Betonung auf nur. Und über kurz oder lang müssen wir tatsächlich jetzt mal... Okay, ihr bekommt das Opernhaus später. Das ist eine totale Ausnahmesituation, dass die Reichen mal warten müssen. Ne? Normalerweise ist es leider immer andersrum in echt. Das ist ja das Traurige im Leben. Diejenigen, die ohnehin schon haben, denen wird gegeben. Und wenn du nichts hast, dann musst du selber gucken, wo du bleibst. Traurige Wahrheit. Wir brauchen noch mehr hiervon. Und zwar deutlich mehr. So... Was habt ihr denn hier schon wieder für ein Problem? Gucken wir uns auch gerade mal an, was die meckern. Nein, nicht das da. Ich will gucken, was die haben. Nicht genügend Verkaufswaren. Das ist doch zum Mäusemelken. Was wir aber auch noch machen könnten, wäre den Spaß hier weiter fortzuführen. Ja, das ist ja quasi hier sozusagen sowas Ähnliches wie unsere Innenstadt. Deswegen darf die auch... So. Und so. Und so. Machen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Straßen gleich mal so zwischen rein, dass hier auch keine Missverständnisse aufkommen. So. Und hier quasi so eine schöne Sackgasse rein. Der hat es natürlich gleich mal wieder toll gemacht hier. So ein Spezialist hier. Tschüss. Musst du damit leben, wenn du so eine Nummer durchziehen willst. Geht nicht. Schade. Eins weiter rüber. Na. Na. Ja, dann machen wir halt hier auch wieder so eine Sackgasse. Ich kann mit Sackgassen leben. Ich hoffe, ihr auch, ihr kleinen lustigen Bürger von Schneckenhausen. So, dann würde ich aber sagen, wenn wir ohnehin gerade eben schon dabei sind, hier einiges zu machen... bekommt ihr auch hier nochmal euren eigenen U-Bahn-Anschluss. Hier quasi sozusagen endständig. Oder auch nicht endständig.
Ja, hier so, 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 so. So. Dreh dich doch schon. Meine Güte, nein, nicht so. So. Gut. Und dann können wir theoretisch hier einen Anschluss setzen. Und ihn... Irgendwie scheint das nicht zu gehen. Das scheint zu steil zu sein. Können wir dahin? Da, 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 da. Nein, 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 nein. Da kommen wir auch nicht durch. Das, also das scheint hier irgendwie zu steil zu sein. Gut, dann gehen wir einfach mal darüber. Hauptsache, es ist angeschlossen. Das ist das Wichtigste. So, und jetzt kommen hier riesige Viertel mit Verkaufsflächen. Und dann will ich jetzt kein Gemeckere mehr hören. Das Einzige, was wir uns vielleicht noch überlegen könnten, wäre vielleicht nochmal eine medizinische Maßnahme zu ergreifen. Und dasselbe gilt auch für... Ah, wobei Feuerwehr ist ja super. Polizei könnte man machen. Da reicht aber ein kleines. So. Das Wichtige ist... Nein! Die bekommen hier plötzlich Polizeischutz. Frechheit. Das ist nicht möglich. Das ist, illegal. Hochgradig. So. So viel zum Thema Polizeischutz. Warum habt ihr Polizeischutz? Kommt das wegen dem da? Ist ja nicht zu fassen. Nicht zu fassen! Ich muss hier sofort umbauen. So. Polizei, Polizei, Polizei. Gut, jetzt raut sich die Polizei nur noch bis zur Brücke und danach nicht mehr weiter, so wie es sich gehört. Aber im Großen und Ganzen muss hier eigentlich auch nochmal eine Polizei her. Die machen wir dann hier hin. Genau, so soll es sein. Perfekt. So, die Kriminalität ist trotzdem in der Stadt unglaublich niedrig. Es ist unfassbar, wie niedrig hier ist. Ja gut, die ganzen Verbrecher sind bei mir irgendwie in der Stadt alle bekifft, weil ich überall Drogen erlaube. Ich sollte das irgendwann mal einstellen, wenn ich Kriminalität haben will. Die Frage ist, will ich Kriminalität haben? Ich glaube nein. So, haben wir hier nochmal ein bisschen Industrie definiert. Ganz, ganz generische Industrie. Und ich würde sagen, wir machen hier ein... Ja, die Straßenplanung fertig, bevor die hier auf Ideen kommen. So. Hier arbeiten wir jetzt wieder mit ein paar Einbahnstraßen. So, Moment. So. So kann man das machen. Ich weiß, ich habe schon mal gefragt, aber kennt ihr auch solche Industrieviertel, die komischerweise immer in irgendwelchen Sackgassen enden? Also bei uns in der Gegend ist es, wie gesagt, einfach überall der Fall. Da magst du so richtig so künstlich geschaffen, so nach dem Motto, so bis dahin hat es der Investor bezahlt, beziehungsweise bis dahin haben wir es mit ihm ausgemacht, dass die Stadt das zu bezuschusst und danach geht es uns nichts mehr an. Das merkt man immer wieder. So, und jetzt können wir auch tatsächlich hier weitermachen. Denn wie wir sehen, wird so langsam aber sicher auch der Wohnraum wieder gefordert. Vielleicht bekommen wir ja mal ein explosives Wachstum der Stadt hin. Das wäre mal extrem geil. So, und jetzt lasse die Schäflein zu mir kommen. Ich würde mal sagen, wir beschleunigen mal so eine Runde. Dann geht es definitiv schneller. Überall haben wir Tote in den Gebäuden. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir hier nicht... Die haben ja irgendwie nicht genügend Zugang zu sowas. Ja, vielleicht sollte ich dann mal hier sowas ersetzen. Also mittendrin... Vielleicht hilft das ja... Dass hier mal die ganzen... ja... Die Müffis... Dass die abgeholt werden. Obwohl ich ja eigentlich... Moment... Da ist doch eins. Also irgendwie scheint das nicht effizient zu sein. Ich glaube, wir müssen auch mal das Budget für das Gesundheitssystem mal erhöhen. Auf 120%. Hier senken wir es jetzt mal auf 120% im Gegenzug. Das sollte ja eigentlich jetzt machbar sein.
Dafür erhöhen wir nochmal das Budget für den gesamten Nahverkehr, der auch genutzt wird. Naja, und auch nicht genutzt wird, um weitere 5%. Und dann schauen wir mal weiter. Also auf jeden Fall steigen irgendwo Gebäude auf. Und wir haben immer noch ein Feuerproblem. Ich werde dieses Feuers nicht Herr. Ich bekomme es einfach nicht hin. So, weg mit. Und auch... Aha, die verschwinden also doch mit der Zeit von alleine. Die muss man gar nicht selber wegmachen. Ich habe das gerade nicht weggemacht, Leute. Ja, das muss man wissen. Das ist beleidigt, weil ich muss bauen, ne? Gebäude im Bau, ne? Mist, will doch keiner haben. Ah, jetzt ist fertig, jetzt ist toll. Okay, alles klar. Die brauchen also 11 gebildete Leute und gut gebildete Leute 3. Die haben sie sofort zur Verfügung gehabt. Ungebildete Leute brauchen sie 4. Aber die haben wir natürlich auch. Was ich interessant finde, dass sie tatsächlich auch entsprechende ungebildete Leute brauchen. Beziehungsweise auch gebildete Leute. Hier aus. Im Normalbetrieb, wie wir sehen. Ungebildet scheint nicht so wichtig zu sein. Die Gebildeten scheinen das irgendwie auszugleichen. Ah ja, genau. Wir, die gut gebildeten sind teilweise im Ungebildet. Boah! Das, das nennt man dann Überqualifizierung, ne? Aber was ist denn hier los? Ich meine, ich dachte, die Leute hier sind ungebildet. Teilweise sind sie gebildet. Warum sind die gebildet? Sind sogar teilweise gut gebildet. Ich glaube, die Uni hat einen zu großen Radius. Kann es sein, dass die Uni einen zu großen Radius hat? Du kommst bis gerade mal bis da. Und wie sieht es mit der Uni aus? Boah, okay, die Uni kommt überall hin. Kannst du machen, was du willst. Die Uni kommt überall hin. Es sei denn, wir können sie verlegen. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt mal so verlegen und verlegen die Uni. Die Frage ist nur, wohin? Muss ich kurz eine Pause machen? Weil dann muss ich nämlich jetzt... Ach, die Bahngleise sind immer weg! So, Moment. Wir müssen nämlich jetzt hier... Ich will die Uni hier hin machen. So. Uni... Nein, ich will dieses Gebäude nicht abreißen. Ich möchte es verlegen. Und zwar im Idealfall hierhin. Oder geht's auch da? Nein, da ist die Straße irgendwie wieder zu krumm. Geht's auch da? Nein. Dann machen wir es da. Wo es auf jeden Fall schon mal ging. So, dann haben die auf jeden Fall hier auch schon mal ein bisschen Bahnanbindung hier, die Studenten. So. Das sollte doch passen. Ja, beschwer dich nicht, dass du keinen Strom hast. Die anderen haben sich vorher auch nicht beschwert. So, jetzt haben wir den Campus hier. Das sollte ja eigentlich jetzt machbar sein. Und wie sieht's aus? Müssen wir jetzt hier nochmal... Ja, wir... Wobei, nee, die haben hier eine Haltestelle. Es gibt hier eine Haltestelle. Gibt's hier eigentlich auch eine Haltestelle dafür? Okay, das heißt, wir brauchen neben der Uni auch nochmal... eine Haltestelle dafür. Können wir hier quasi so einen Knotenpunkt machen. Dann lassen wir das einfach mal... Wisst ihr was? Wir machen ein paar S-Bahn-Haltestellen bzw. U-Bahn-Haltestellen mehr. Wir hatten sowieso so wenige. Genau. Dann machen wir hier so eine Drehung draus und machen hier einen eigenen Uni-Zirkel. Von Haltestelle Uni, über Wohngebiet, über Zentrum, über Shopping, zurück zur Uni. Dasselbe in der Gegenrichtung. Einmal dahin, einmal dahin, dahin, dahin und fertig. Da gibt es auch noch eine Busverbindung, würde ich mal sagen. Wobei die Busverbindung ist ja da. Die ist ja da. Hier ist sie ja letzten Endes.
Leider kann ich sie nicht benamsen, sonst hätte ich sie irgendwie Haltestelle Uni genannt. Ach, guckt euch das mal an. Die Studenten haben sich schnell angepasst. Ja, die Piper Miller beim Lernen. Ja, das sieht man. Die machen Morgengymnastik und die ganze Zeit irgendwelche, der bindet sich ständig die Schuhe. Der, Pierce Wright. So, das ist übrigens auch der, es liegt ein Toter in der Uni. Und keiner holt ihn ab. Du bist wahrscheinlich irgendwie so ein emeritierter Professor, der, den man selbst tot nicht aus seinem Institut rauskriegt. Oh, es brennt, Feuerio. Tja, die Lynch-Residenz wird gerade eben vom Feuer gelünscht. Moment, die können wir auch gleich mal so nennen. Die Gelünscht-Residenz. So, die ist gelünscht. Weil ich glaube, die Feuerwehr schafft es auch nicht mehr rechtzeitig dahin. Da kommt noch ein Krankenwagen vorbei, stellt fest, ja, da kann ich noch nichts machen. Ich fahre dann mal weiter. Obwohl es ja eigentlich Feuerwehr geben müsste. Und hier drinnen ist interessanterweise die Situation gar nicht so fatal. Wobei auch hier habe ich das Gefühl, im Moment ist eventuell The Final Destination voll. Nö, da ist noch genug Platz. In Final Destination ist noch genug Platz. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal ein bisschen hier das Budget erhöhen. Nee, das ist das falsche Budget. Das Gesundheitsbudget ist das Budget, das wir brauchen für das Abtransportieren von Toten. Überall hat es gefackelt. Gut, dann haben wir jetzt halt mal die unsichtbare Universität aus der Innenstadt entfernt. Dafür können wir aber hier andere Sachen hinbauen, denn wir hatten ja noch etwas anderes vor. Genau. Hier diesen Moloch. Der kommt jetzt tatsächlich hier hin. Bäm. Tja. Sieht steril aus. Und ist riesengroß, das Opernhaus. Mamma mia. Und diese Häuser hier, die haben sich damit arrangiert. Fine Financial Services. Das ist höchstwahrscheinlich ja eher die Opernverwaltung. Moment, wir sollten natürlich auch gucken, dass wir das da vorne schön groß schreiben. So. Genau, Opernhausverwaltung. Das ist die Opernhausverwaltung. Die levelt auch gerade eben schon auf. Weil sie nämlich jetzt endlich ein Opernhaus hat. Was? Digitale Uhren? Was laberst du? Digitalen Uhren feiern diese Sensation. Diese Saison. Okay, ein Comeback. Die Zukunft von gestern sind die Klassiker von heute. Sagen Modedesigner, Design und Fashion Hashtags. Wisst ihr, warum das Modedesigner immer wieder sagen? Weil es erstens ständig der Fall ist, man orientiert sich ständig an der Vergangenheit in Modebereichen. Was aber in der Regel meiner Meinung nach ein, ja, wie soll ich sagen, eine Verlegenheitslösung ist. Denn, ui, haben sie aber schon ordentlich zugeschlagen. Häufig ist es so, das erlebt man auch heutzutage, also gerade in der Filmbranche, es ist fürchterlich, dass sich ständig immer wieder neue Aufgüsse von irgendwelchen bereits, wir haben schon wieder ein Abwasserproblem. Apropos Aufgüsse. Ne? Wir haben ein Abwasserproblem. Das ist erneut, weil wir ein Stromproblem haben. Wir haben ein Stromproblem! Das sollte man dringend mal lösen. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt erstmal hier mit solchen Nobelteilen. Drei Stück davon sollten doch auf jeden Fall die Stromversorgung erstmal wieder herstellen. Ja, tut sie, aber wir müssen echt gucken, dass wir zum AKW kommen. Wie viel brauchen wir denn noch für ein Level Up? 32.000! Oh, das haben wir bald. Beschleunigen wir doch mal. Vielleicht kriegen wir das noch hin in dieser Folge. Ja, was ich sagen wollte, was zurzeit alles so im Fernsehen bzw. im Kino läuft, finde ich teilweise total schrecklich. Diese Neuaufgüsse von bereits dagewesenen Sachen. Also ich bin ja eigentlich auch ein echter Comic-Fan. Aber ich finde es schlimm, dass jetzt zum gefühlten 75. Mal ein Batman kommt. Und zum gefühlten 37. Mal ein neuer Spider-Man. Wobei es ja so ist, dass die ganzen Geschichten, die man sozusagen mit einem und derselben Schauspieler-Set
darstellen könnte, ja noch gar nicht abgehandelt sind. Ja, und wir haben es endlich geschafft. Also, nochmal, um das abzuschließen, ne? Man könnte eigentlich so viel mehr machen mit denselben Schauspielern und um die Geschichten fortspinnen, aber dann wird sozusagen nach drei, höchstens fünf Filmen, wird es wieder abgebrochen. Und die Sachen, die ich persönlich jetzt nicht so toll finde, wie zum Beispiel Fantastic Four. Ja, ich oute mich, ich finde Fantastic Four, die Filme finde ich nicht gut. Obwohl ich als Kind den Comic total gefeiert habe, aber ich war mit den Filmen, schon mit dem ersten war ich nicht zufrieden und danach wurde es immer schlimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde es einfach schlimm, dass da sozusagen solche Sachen immer weitergemacht werden und die guten Sachen, sowas wie Batman, da wird dann immer wieder der Schauspieler ausgetauscht, man fängt immer wieder mit dem Joker an, immer wieder, obwohl es ja so viel Potenzial hätte. Aber wie ihr seht, haben wir es endlich die Hauptstadt geschafft, wir können jetzt einen Hafen bauen, das werden wir beim nächsten Mal machen und ein weiteres Gebiet haben wir freigeschaltet. Auf jeden Fall wird uns hier nicht langweilig werden, wie wir sehen, es gibt noch mehr Sachen, die wir uns holen können, freischalten, irgendwelche Errungenschaften, von denen ich bis heute nicht weiß, wie man die kriegt. Ich kann es auch nicht anklicken, wie ihr seht. Was soll's. Wir sehen uns beim nächsten Mal in City Skylines wieder mit mir, dem Mr. Merb, und natürlich hoffentlich auch mit dir. Mach's gut, tschüss und ade.